Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video habe ich euch ein bisschen den Campus von meiner Schule hier gezeigt, damit ihr einfach so ein paar Eindrücke bekommt, wie das hier so aussieht und genau. Ich habe mir überlegt, dass ich euch noch eine Map unten rechts einblende, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie der Campus aufgebaut ist und man nicht so ganz die Orientierung verliert. Im Hintergrund könnt ihr auch schon das Main Building sehen. Auf dem Weg zum Fine Arts Building ist mir dann ein Eichhörnchen begegnet. Die sind hier nichts Besonderes, man sieht die eigentlich jeden Tag. In dem Fine Arts Building, welches ihr gleich sehen werdet, befindet sich das Auditorium. Dort finden verschiedene Kunstunterrichte statt, Schauspielunterricht und alle Arten von Musikunterricht. Als nächstes könnt ihr das Main Building sehen. Ich habe da zum Beispiel Englischunterricht und Geschichtsunterricht. Dort befinden sich außerdem die Büros des Direktors und der Leute, die sich um die Stundenpläne kümmern. Jetzt könnt ihr Thornton Hall sehen, dort findet vor allem der Lateinunterricht statt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob dort überhaupt noch anderer Unterricht außer Latein stattfindet. Im nächsten Gebäude befindet sich im ersten Obergeschoss eine Bibliothek. Dort drunter ist ein Tanzstudio und im Gebäude daneben befinden sich noch weitere Klassenräume. Im Hintergrund kann man jetzt die Fountain Academy Middle School sehen. Dort haben die Klassen 6 bis 8 Unterricht. Das ist nun das Main Building einmal von der Rückseite. Der Gang, der das Main Building mit dem Fine Arts Building verbindet. Die Cafeteria und links ins Bild kommt jetzt das Science Building. Ich habe dort zum Beispiel Mathe, Physik und Chemie. Gegenüber befindet sich die Sporthalle, welche ihr jetzt sehen könnt. Ich hatte dort bis jetzt zum Beispiel Volleyballtraining und im Winter wird dort Basketball stattfinden. Hier sieht man das Science Building nochmal von der Seite. Daneben befinden sich unsere Tennisplätze. Hier kann man nochmal die Sporthalle von der Seite sehen. Wenn man an den Tennisplätzen dann vorbeiläuft und dem Weg Richtung Wald folgt, kommt man zu weiteren Sportfeldern. Und hier sieht man auch nochmal die Middle School von der Seite. Auf diesen Feldern findet sowohl Soccer, Football, Field Hockey als auch Baseball statt. Hier sieht man einen der Parkplätze, der andere war neben der Middle School. Das ist das Science Building nochmal und dort neben das Fine Arts Building. Von der Tribüne des Stadions hat man noch einmal einen recht guten Blick auf den ganzen Campus. Hier sieht man nochmal die verschiedenen Gebäude. Die drei Gebäude, die ihr jetzt sehen könnt, sind die großen Dorms. Es gibt insgesamt 5. Eins befindet sich noch direkt neben dem Campus und das 5. befindet sich weiter Richtung Downtown. Ganz rechts befindet sich Nelson Hall, das ist das eine Jungsdorm. Daneben befindet sich ein Basketballplatz und in der Mitte haben wir Trojan Hall, das ist das andere Jungsdorm. Dort finden jedoch auch diverse Socials statt. Ganz links ist Stasio Hall, das ist das große Mädchendorm, in dem ich zum Beispiel lebe.
Um zu den anderen beiden Dorms zu kommen, muss man einmal komplett über den Campus drüber laufen. Der Name dieses Dorms ist Fairfield und es ist ein weiteres Mädchendorm. Hier könnt ihr das einmal von der Seite sehen und ich werde euch das auch gleich nochmal von vorne zeigen. Um zum letzten Dorm zu gelangen, läuft man einmal an dieser Hauptstraße entlang Richtung Downtown. Hier haben wir nun Coast of Maine. Das ist auch ein Mädchendorm. Also es gibt insgesamt 3 Mädchendorms und 2 Jungsdorms. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.